Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge All the Mods. Kurze Erinnerung, nicht vergessen, es geht immer donnerstags live weiter. Kommenden Donnerstag, wir streamen in der Regel ab 18 Uhr. Schaut gerne vorbei, einen Link findet ihr in der Videobeschreibung zu unserem Livestream-Kanal Twitch. Dort findet ihr immer die Streams, in der Regel auch jeden Abend. Und in der heutigen Folge, liebe Leute, gibt es endlich Kaffee. Freut euch darauf, ich habe mich nämlich riesig gefreut. Also es ist schon irgendwie ASMR pur, dieses Geräusch, wenn man die ganze Zeit die Sachen hier einpickt, oder Leute? Ich finde das irgendwie total beruhigend gerade, so richtig entspannt. Dieses gedroppte Item-Sound. Guck mal, das fliegende Rentier, Rudolf! Oh Gott. Rudolf, der Red-Nose-Rentier. Der kann wirklich fliegen, Leute. Leute, fliegendes Rudolf. Läuft. So, ich gehe nochmal in die Mine. Gibt es irgendwelche speziellen Höhen, auf denen man spezielle Items findet? Also optimal wäre Höhe 25 für das, was wir gerade brauchen. Oder was 24. Brauchen wir denn? Ja, klar. Charged Certus Quarz und normales Certus Quarz. Gut. Und welche Höhe? Auf Höhe 24 ist wohl das höchste Vorkommen. Ja, dann. Mit 0,03%. Ja, gut. Das klingt doch nach einer Schelle für den Lacker Joe. Joe. Da war es. Wie? Ach, da war es schon. Joe, dreh dich mal um. Hm? Was ist das da drüben? Dieses Leuchten, ne? Das, was da leuchtet? Ja, das brauchen wir. Ja, aber hier, okay, ich hab's zuerst gefunden. Ist okay. Aber wir brauchen noch mehr davon. Ich hab's zuerst gefunden. Let the records show. Es war Joe, der es gefunden hat. Geil. Okay, nice. Okay, pass auf. Also du siehst diese Pfütze hier, ja? Ja. Und da werfe ich jetzt Charge Zertus Quartz rein. Einfach so. Wasser. Ja. Und dann siehst du, es blitzt so ein bisschen, ne? Ja. So, dann werfe ich da Nether Quartz rein. Und dann werfe ich da noch Redstone rein. Und jetzt pass auf. Oh, Flux Crystal. Ui. Was können die? Fluix Crystals sind Grundlage. Oh Gott, kannst du diese Tür mal wegmachen? Mich stört sie. Fängt so ab. Die sind Grundlage für so ein System. Zwei Sachen. Einmal, wir haben jetzt ein Gerät. Da lege ich jetzt so ein Certus Quartz Crystal rein. Okay. Dann dauert das ein paar Sekunden. Dann wird der hier mit Energie befüllt. Oh. Und jetzt ist er gecharged. Oh, wie cool. Okay. Okay. Siehst du diesen Crafting Table? Stell dich mal davor. Nee, davor. Okay, dreh dich um. Weggucken. Wie weggucken? Guck weg. Guck weg. Gleich erscheint da ein Block, okay? Hier. Also schau einfach woanders hin. Nicht auf diesen Crafting Table, okay? So, guck hin. Oh, geil! Oh, RGB, du bist ein Hammer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, RGB! Leg dich nicht hin. Feier mit mir. Und wir können... Ja, ich will geht das? Sagen. Oh mein Gott. Halt auch noch kaputt. Warte. Ich will! Mein Schatz! Damit renne ich jetzt weg. Sie wollen uns stehlen. Mein Schatz, wollen wir es teilen? Kannst du mir bitte helfen? Nein, wir wollen nicht, dass er uns hilft. Nachher nimmt er unseren Schatz weg. Doch, du musst uns helfen, weil ich weiß nicht, wie man diesen Schatz bedient. Aber wir können es auch selber raufen. Wir können ihn töten. Wollen wir ihn töten? Wir töten. Nein, dann kann er uns ja nicht mehr helfen. Ja, du hast recht, stimmt. Golle. Okay. Joe, damit wir das betreiben können, brauchen wir Clay. Mein Schatz, wollen wir Clay für ihn holen? Ja, wir holen Clay für ihn. Natürlich holen wir Clay für ihn. Mein Schatz. Was ist? Joe wird verrückt. Was hast du getan? Selber schuld. Ich habe nur seinen Lebenstraum erfüllt. Absolut. Ich habe 60 Clay. Reicht das? Ja. Okay. Erstmal schon. Ja. Jetzt mach die Kaffeemaschine an. Ja, warte. Ich muss dann erstmal den Clay hier brennen. Mein Schatz, sie beeilen sich nicht. Das ist nicht gut, mein Schatz. Ich habe gesagt, ich bringe die Kaffeemaschine zum Laufen. Das heißt nicht, dass ich Kaffee organisiere. Aber wir haben doch schon Kaffeebohnen, oder?
Okay, ich habe definitiv, einen Glitch. Maybe? Es ist aber ein geiler Glitch, AGB. Okay. Ja, wenn der Glitch cool ist, dann ist also er cool. Ist richtig cool, der Glitch. Leute, das ist der coolste Glitch aller Zeiten. I love it. Gefällt mir. Brauchen wir eigentlich dafür? Ach so, okay. Oha, in Zeitraffer sieht das so. Okay, erst Diamantblock, dann Diamanterz, dann Dreckblock, dann ist es Polished Dreckblock, dann ist es vollkommener, wie nennt sich das? Genau, egal. Strange. Also das ist wirklich seltsam, RGB. Sieht schon verrückt aus. Das ist echt sehr crazy. Bau du mal was ab. Spät nach dem Stream auf jeden Fall. Ach so, du meinst, dass bei mir vielleicht auch ist? Wahrscheinlich, wenn du auch gerade das Textspeck geladen hast. So viel oh, lol. Ja, ist bei dir auch? Ja. Bei mir ist es aber... Andere Blöcke. Ja, doch, ein Dia-Block und ein... Und ja, Potzdoll. Potzdoll nicht. Ne? Potzdoll. Ja, genau, Potzdoll müsste es sein, ja. Ah, so weg. Ja, das ist irgendwie ein Fehler im ID-System. So. Wir machen eine Umfrage. Pack neu starten, ja, nein. Ihr habt die Entscheidung, Leute. Keine gute Idee. Eure Entscheidung. Wenn ihr meint, dass das mal eben so ein Pack neu starten ist, ja, dann drücke ich Alt F4. Oha. Was passiert genau da? Hier werden quasi Schaltkreise auf Gold und Dias und so weiter drauf gepackt. Ich sehe nichts. Mach mal. Und, das ist, was hier passiert. Also sind schon alle durch. Warte, ich kann mal kurz Gold holen. Haben wir kein Gold? Oh! Also, ja, hat mit 47% leider es nicht geschafft, dass ich das Modpack neu starte. Glück gehabt. Oh. Glück gehabt, Leute. Okay, jetzt kannst du. Also an die Zuschauer, die nicht Bescheid wissen. Ich will erstmal gucken. Einfach von... Hm? Oh, warte, ich bin dumm, ich hab's ins Falsche rein. Wo ist der Gold? Ah, da ist der Gold. Warte. So. Jetzt siehst du es von außen gleich. Okay, ich hätte jetzt mehr erwartet. Ja, und die Dinger können wir dann hier zusammen craften und dann kommen da Prozessoren raus. Da Fug, okay. Wenigstens ist es nicht kompliziert. So, mein Schatz, RGB. Ja. Wohin? Stell uns mal hier auf den Toolforge. Ja, ja, mein Schatz. Machen wir hier einen Stromanschluss oben drauf. Mhm. Da schwebt da jetzt ein bisschen. Nee, mach den dahinter. Achso. Aber nicht. Hast du den? Ah, da oben ist er. Ah ja. So. Und dann machen wir da mal eine Stromkabel drin. Unser armes Wasserrad, was da alles dran hängt. So, und jetzt haben wir schon mal... Strom ist drauf. Ah ja, Strom füllt sich sehr gut. Dann müssen wir ein bisschen Wasser einfüllen. Ich hole mal Wasser. Okay, das war jetzt vielleicht suboptimal. Warum? Ich glaube, ich habe einen zu viel gemahlen. Offenbar braucht man, um eine leere Kaffeetasse zu machen, eine Kaffeebohne. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob du jemals schon mal eine Kaffeetasse gemacht hast, aber wer eine Kaffeetasse gemacht hat, weiß das. Ah ja. Ey, ihr wollt wirklich, dass ich das Spiel neu lade? Die trollen doch nur. Die nächste Umfrage hat über 60% ja gemacht. Ja, ich sage ja, die trollen nur. Okay. Joe, ja? Hier ist eine leere Tasse. Okay. Meine Damen und Herren, da mache ich Kaffee. Nachdem das Spiel neu geladen hat. Ja, selber schuld, Leute. Machst du das jetzt wirklich? Ja. Okay. Ja. Die nachfolgende Sendung verzögert sich um so, 45 also wir Minuten. Starten das Modpack gerade neu, Leute. Ne? Ja, der gute alte F4 Power Debugging, ja. Mhm. Habt ihr vollkommen recht. Also, an all die Zuschauer, die gerade geschrieben haben, ah, dann starten wir mal eben das Modpack neu, okay? Die müssen sich das jetzt alles angucken. Ja, genau. Sonst werden sie gebannt. Richtig. So. Da müssen wir jetzt warten. Weil eben so. Ist das Modpack neu gestartet hat, Leute. Das ist jetzt mal eben Modpack neu starten. Warte mal ganz kurz, stopp, die Leute sind gerade auf eine richtig... Jetzt? Ja, natürlich, ich muss mal eben die Musik passend hier... Die Musik muss natürlich passen jetzt hier zum Laden. Moment.
Haben Sie einen Moment geduldet? Das Modpack startet noch. 5 Ewigkeiten später. So, ich hoffe, dass ihr nie wieder... Brauchen so lange zum Wachsen. Nie wieder... wollt, dass ich das neu starte. Ich will Kaffee haben! Also, was mache ich jetzt? Ich lege jetzt den Empty Cup. Du legst da deine Kaffeetasse rein? Ja. Und dann drückst du auf OK. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mehr Bohnen brauchen, aber wir können mal mehr reinmachen. Kannst du mal mit Bone Meal die Bohnen ein bisschen hochziehen? Haben wir Bone Meal? Ja. Ja. Interessanterweise haben wir Bone Meal. Wo sind die Bohnen? Jetzt hier irgendwo hinzuwerfen, ja. Okay. Coffee Seeds, Coffee Beans. Coffee Seeds ist gut. Wie lange brauchen denn die Fluix Seeds ohne Crow Accelerator? Leute, glaub so 10 Stunden oder sowas, ne? Wow. Okay, also. Und? Oh ja! Oh ja! Oh mein Gott! Sogar mit Geräusch. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Ey, der braucht aber Strom. Holy shit! Keiner hat gesagt, dass das ein leichter Prozess ist. Der braucht einfach 5-mal so viel Strom, wie unser Wasserrad erzeugt. Die Kaffeemaschine zieht gerade unsere gesamte Energieproduktion weg. Meine Damen und Herren, es ist vollbracht. Ich zieh da ein Schlückchen rein. Es ist vollbracht. The Joecraft hat einen Kaffee gemacht. Woo! Okay, ich bin bereit. Runter damit. Gleich alles auf einmal weg. Geil. Und? Hast du jetzt irgendeinen Effekt? Speed oder so? Ja, es wäre lustig gewesen. Nee. Oh, schade. Aber es war eine Erfahrung. Liebe Leute, es ist doch so einiges passiert, kann man an dieser Stelle sagen. Wir haben irren Progress gemacht. Also jetzt nochmal plus 5 Stunden Spielzeit. Wir sind jetzt bei fast knapp 10 Stunden Spielzeit hier in der Welt. Wir haben ein großes Meltery, wir haben diese Coke Ovens, wir haben ein semi-automatisches Lager mit diesem wunderbaren Storage Scanner, der scannt alle Kisten, wir können auf die Items zugreifen. Wir haben eine Kaffeemaschine. RGB ist gerade dabei, hier mit diesen Inscribern was zu machen. Erzähl mal. Prozessoren. Oha. Also quasi fürs ME-System brauchen wir verschiedene Prozessoren und die stellt man mit diesen Inscribern her. Ihr seht es schon, wir haben das Mittelalter längst verlassen, sind in der Moderne angekommen. Genau, man kriegt die ganze Zeit an hier gewischt. Wir haben Strom, obviously. Also wow, guckt euch das an. Wir haben Wasserkraft. Wir haben Kaffee, habe ich schon bereits gesagt. Wunderbar. Wir haben tolle Ausrüstung bekommen. Wir können sehr schnell Items machen. Zum Beispiel kann ich jetzt einfach mal hier 2-mal Kobalt nehmen. So, zack. 2-mal. Gut, so viel zum Thema 2-mal. Nein. Aber wir können einfach hier hingehen, sagen, zack, ich möchte gerne das reparieren. Dann wups und das reparieren. Wups. Ziemlich praktisch. Ja, und wir machen großen Progress, liebe Leute, in Richtung ME-Lagersystem. Wir werden dann bald auch den Apple Park bauen. Das ist ja unsere Basis. Wir haben als Grundstück uns überlegt, dass wir den auf der Map hier bauen. Da wird er radial groß hinkommen. Es wird wirklich eine Riesenbasis. Und dann wird es in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen so langsam auch mal Richtung Weltall gehen, oder? Ja, ich will jetzt erstmal noch nicht übertreiben, aber es wird auf jeden Fall... irgendwann Richtung Weltall. Definitiv. Liebe Leute, vergesst nicht, live einzuschalten. Jeden Donnerstagabend sind wir live, in der Regel ab 18 Uhr. Ihr könnt uns beiden auf Twitch folgen. Das ist kostenlos. Das ist wie abonnieren auf YouTube. Und damit verpasst ihr natürlich auch keine Livestreams. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage, macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Tschüss.